Ja, hey Leute, und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Hi, what's up? Leute, in diesem Video heute habe ich mir gedacht, werde ich einfach mal ein paar Fragen von euch beantworten. Und ich denke, da gibt es eigentlich auch nicht weiter viel zu sagen. So, ich habe euch jetzt gesagt, was ich drehen werde und wir starten einfach mal mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Let's go! Okay, ich habe euch sowohl in meiner Insta-Story aufgefordert, mir Fragen zu stellen und auch in einem Instagram-Post. Und da werde ich jetzt einfach mal ein paar Fragen aussuchen und die ehrlich beantworten. Ja, gut, let's go. Daniel fragt, freust du dich auf etwas in nächster Zeit? Erstmal Grüße gehen an dich raus, Daniel, und ob ich mich auf etwas freue in nächster Zeit. Ehrlich gesagt habe ich jetzt noch nicht wirklich etwas geplant, leider. Versuche auf jeden Fall aktiver auf YouTube zu werden, aber ich weiß nicht. Also wenn das klappt, dann freue ich mich darauf, aber sonst gibt es irgendwie nichts Bestimmtes, auf das ich mich freuen könnte. Das klingt sehr depressiv, aber es ist so. Nächste Frage von Niklas Weiß Fanpage. Würdest du alles für deine Fans tun? Kommt drauf an, was. Also alles glaube ich nicht, Leute. Ihr wisst Bescheid. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt zu mir sagen würdet, hör auf zu duschen, dann wäre das ja kompletter Schwachsinn und würde ich nicht tun. Wisst ihr, was ich meine? Weil duschen muss ich ja in irgendeiner Art und Weise. Natürlich denke ich auch, dass ihr das nicht von mir erwarten würdet. Oder? Würdet ihr erwarten? Nein, 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 würdet ihr nicht. Lena.vms fragt, was schaust du zurzeit auf Netflix? Derzeit schaue ich Stranger Things, bin bei Staffel 3. Das war die Serie, die ich nie angefangen habe, aber sie wurde mir jedes Mal angezeigt irgendwie. Ich habe eben nie angefangen. Jetzt habe ich damit angefangen und direkt durchgesuchtet, bin schon bei Staffel 3. Ist auf jeden Fall eine geile Serie und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Feli.se fragt, wie geht's dir? Mir geht es nicht wirklich gut, mir geht's aber auch nicht schlecht, Leute. Ich würde einfach mal sagen, mir geht es ganz okay. X.is-Jassi fragt, 2 Wochen ohne elektronische Sachen oder 2 Wochen nicht duschen und Zähne putzen und auch nicht schwimmen? Kannst du mich grüßen? Also Jasmin. Ich grüße dich, Jasmin. Und 2 Wochen ohne elektronische Sachen oder 2 Wochen nicht duschen, Zähne putzen und auch nicht schwimmen? Dann wahrscheinlich 2 Wochen ohne elektronische Sachen, so leicht es mir tut. Aber Alter, 2 Wochen nicht duschen ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut. Und ohne Zähne putzen 2 Wochen lang ist auch nicht gut, Leute. Wisst ihr, deswegen lieber 2 Wochen ohne elektronische Geräte. Ich denke, das wäre das einzig Normale, was man beantworten könnte bei sowas, oder? Julian fragt, Sommer oder Winter? Also bei mir definitiv Winter, weil, also ich mag Sommer, aber Winter ist eben bei mir besser, weil da ist eine angenehmere Temperatur im Zimmer drin oder generell im Haus. Und ich bin eh der Mensch, der nicht oft rausgeht. Ich gehe schon raus, aber eben nicht oft und deswegen denke ich bei mir auf jeden Fall Winter. Emilia fragt, was mein Lieblingslied ist und ich muss sagen, ich habe viele Lieblingslieder, beziehungsweise ich höre viele Lieder und derzeit sind es eben die Lieder von NF, der heißt Nathan John Feuerstein, aber nennt sich NF, also ist sein Künstlername. NF oder irgendwie, ich glaube NF, ja. Sarah fragt, würdest du mit einem Fan Kontakt aufbauen und kannst du mich grüßen? Also Sarah, ich grüße dich, Sarah. Und ob ich mit einem Fan Kontakt aufbauen würde, das werde ich irgendwie jedes Mal gefragt und es nervt auch langsam, muss ich ehrlich sein, denn egal welche Instagram-Nachricht ich beantworte, ein paar Sekunden später kommt in dem Chat einfach, können wir Kontakt aufbauen? Fragen sowas einfach nicht, versucht einfach mit mir Kontakt aufzubauen. Ich meine, wir haben ja schon in irgendeiner Art und Weise Kontakt, wenn wir auf Instagram schreiben. Deswegen, keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll. Halt Fanliebe, wisst ihr, was ich meine? Inuda fragt, was magst du an NFs Musik und welche anderen Musiker hörst du gern? Da weiß sogar eine, dass ich NF gern höre. Ich glaube, das liegt daran, dass ich derzeit keine anderen Lieder mehr in meiner Insta-Story poste. Also ich poste immer so Bilder und dann eben NF seine Musik drunter. Gut, sie weiß eben, dass ich ihn feiere. Und was ich an seiner Musik sehr mag, also kann ich nicht sagen, hört sich nice an. Er hat viele verschiedene Dinger. So, erst hört es sich so deep an und dann kommt auf einmal dieser Rap. Und das feiere ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß nicht. Aber ich höre auch andere Lieder. Also, ich höre eigentlich alles Mögliche, Leute. Außer Schlager. Bin kein Schlagermensch. I don't know. Ich mag Schlager nicht so krass. Lena.me fragt: Hast du schon mal Shisha benutzt oder rauchst du? Also, rauchen tue ich nicht. Und ob ich schon mal Shisha benutzt habe, also, ich war schon mal bei einem Kumpel, der hatte eine Shisha. Da habe ich mal kurz mitgezogen, aber ich bin kein aktiver Shisha-Raucher oder generell. Ich bin gegen Rauchen, würde ich sagen. Was ist das Letzte, was du zum ersten Mal gemacht hast? Bin überfordert, weil ich die Frage nicht verstehe. Kann ich einfach die nächste Frage zeigen. Ich glaube, ich mache die nächste Frage. Ich bin mit dieser Frage sehr überfordert, Leute. Michelle fragt, was würdest du machen, wenn du einen Tag lang ein Mädchen wärst? Oh mein Gott, auch so eine beliebte Frage bei FAQs. Was würde ich machen, wenn ich einen Tag lang ein Mädchen wäre? Ich weiß es nicht. Dazu müsste ich erstmal einen Tag lang ein Mädchen sein. Dann könnte ich euch die Frage beantworten, weil so spontan. Was würde ich? Ich weiß es nicht. Da gibt es so viele Dinge, glaube ich, weil das einfach was Neues ist, würde ich sagen, oder? Lindner237 fragt, entweder unendlich viel Speicher oder unendlich viel Akku. Unendlich viel Speicher. Doch, unendlich viel Speicher. So krass es auch wäre, unendlich viel Akku zu haben, ohne es aufladen zu müssen. Aber wenn man unendlich viel Speicher, damn, da kann man sich alles runterladen. 20 Millionen Bilder machen und der Speicher geht nicht aus. Also ich würde sagen, unendlich viel Speicher, oder nicht? Was würdet ihr wählen? Unendlich viel Speicher oder unendlich viel Akku? Stimmt mal gerne hier oben rechts ab. Ich glaube, ich habe da jetzt eine Infokarte eingeblendet. Ich hoffe es zumindest.
wenn der Niklas vom Schnitt nicht zu blöd gewesen ist und das vergessen hat. Kim fragt, würdest du ja auf Handy verzichten oder auf Schokolade? PS, kannst du mich grüßen, heiße Kim. Ich grüße dich, Kim. Und ob ich eher aufs Handy verzichten würde oder auf Schokolade? Das ist eine einfache Frage. Natürlich eher auf Schokolade verzichten, weil... Doch, das erklärt sich von selbst, Leute, oder? The Best Day in the World fragt, würdest du für 9000 Euro mit Social Media aufhören? Ich glaube nicht, weil dann wäre mein komplettes Hobby weg und ich hätte dann wirklich keine Hobbys mehr. Dann wäre ich hobbylos und das möchte ich nicht. So schön es auch ist, 9000 Euro mal eben kurz auf die Hand zu bekommen. Ich will nicht einfach so mein Hobby aufgeben. Deswegen, nein. Für 9000 Euro definitiv nicht. Laura fragt, in welche Klasse kommst du? Du bist mega hübsch. Dankeschön, Laura. Und ich komme auf jeden Fall in die 11. Klasse. Laura fragt, worin dippst du einen schicken Nugget und bist du stur? Also ich bin nicht stur, glaube ich zumindest, hoffe ich zumindest, I don't know. Ihr überlegt euch wirklich die heftigsten Fragen. Also das ist eine echt kreative Frage. Wie kommt man auf so eine Frage? Naja, egal, wir ignorieren das. Worin ich auf jeden Fall einen Chicken Nugget dippe, in Barbecue-Soße. Kennt ihr das immer bei McDonald's? Die fragen euch dann so, yo, welche Soße? Und ihr wisst halt einfach nicht und das Einzige, was euch anfällt, ist Barbecue-Soße. Ist bei mir zumindest immer so, weil ich habe keinen Bock nachzufragen, welche Soßen es gibt. Aber hey, mittlerweile ist es ja nicht mehr so, weil jetzt kann man ja hier an diesen Tablet-Dingern da auswählen, was man möchte. Deswegen ist es nicht mehr so. Aber es war auf jeden Fall früher so, als man gefragt wurde noch. Evelyn fragt, wer ist dein Lieblingsschauspieler? Mein Lieblingsschauspieler? Damn, das ist eine sehr schwere Frage, weil ich kenne die Namen der Schauspieler nicht. Warte, welcher Schauspieler fällt mir jetzt gerade spontan ein? Oh Gott, ich habe gerade Namen im Kopf, aber das sind keine Schauspieler, glaube ich. Warte, ich muss überlegen, ich will nichts Falsches antworten. Wer ist mein Lieblingsschauspieler? Komm schon. Wie heißt der? Will Smith, genau. Will Smith ist ein guter Schauspieler, würde ich sagen, und auch einer meiner Lieblingsschauspieler. Und sonst, Dwayne Johnson. Definitiv. Dwayne Johnson auch. Anna_X07 fragt, nervt es dich manchmal, wenn Fans nach einem Foto fragen? Definitiv nicht, Leute. Weil es doch irgendwie was Schönes. Und ihr solltet niemals schüchtern sein, wenn ihr eine Person seht, die ihr irgendwie von Social Media kennt. Spricht sie einfach an und fragt sie nach einem Foto, weil ich glaube, den Creator oder den Influencer freut es, wenn man angesprochen wird in irgendeiner Art und Weise. Und mich freut es auch, wenn ich angesprochen werde und einfach Leute mit mir ein Bild machen wollen. Das ist was Schönes. Also frag gerne immer nach einem Bild, wenn ihr mich seht. MiraGirl00 fragt, wie lange war deine längste Beziehung und kannst du mich auch grüßen? Heiße Mira. Ich grüße dich, Mira, und meine längste Beziehung ging ungelogen 0 Sekunden. Okay, nein. Also meine längste Beziehung ging, glaube ich, nicht lange. Maximal 3 Monate. Es tut mir leid. War keine richtige Beziehung. Ich hatte noch nie eine richtige Beziehung. Typisch Adelina fragt, bist du eher ein verrückter Mensch oder eher ein schüchterner Mensch? Beides, würde ich sagen. Schüchtern und verrückt. Ich denke, schüchtern und verrückt trifft es definitiv zu. Nochmal Adelina fragt, wie lange machst du schon YouTube? YouTube mache ich schon ewig. Wirklich, glaube ich, schon 4 Jahre. 3 bis 4 Jahre safe. Das ist krass. Karampra.moments fragt, welche Sprache außer Englisch und Deutsch würdest du gerne können? Englisch und Deutsch, also das sind so die Hauptsprachen natürlich, aber welche Sprache würde ich gerne können? Okay, also ich muss überlegen. Ich weiß es nicht. Vielleicht Italienisch. Klingt nämlich so romantisch, diese italienische Sprache. Bella Italia. So, schauen wir mal, was ihr in der Story gefragt habt. Und in der Story kommen solche Fragen. Ich glaube, die Leute, die mir in der Story Fragen gestellt haben, wollten anonym bleiben. Deswegen lasse ich die jetzt einfach mal anonym. Welche Aufgaben schiebst du gerne vor dir her? Sind definitiv Hausaufgaben, denke ich. Weil Hausaufgaben ist so ein Ding, mache ich immer einen Tag vorher. Oder wenn es irgendwie dann einen Tag vorher nicht klappt, dann in der Schule mache ich die Hausaufgaben. Wisst ihr, also am Tag, wo man sie schon haben muss. Ich glaube, das kennt ihr alle mit den Hausaufgaben. Das ist so eine Sache. Am besten wäre eigentlich, wenn ihr die Hausaufgaben direkt dann macht, wenn ihr sie bekommt, weil dann habt ihr es schon gemacht und erledigt und dann braucht ihr das nicht mehr vor euch herschieben. Ob ich verliebt bin? Derzeit bin ich definitiv nicht verliebt, Leute. Würdest du das Gesetz brechen, um die Familie zu retten? Ich glaube, das Gesetz ist in diesem Moment einfach einem fällig, egal, wenn es gerade um die Familie geht, die man retten muss. Safe. Eher für 1 Jahr Single bleiben oder 1 Jahr eine Freundin haben, die dich aber ständig beleidigt? Definitiv 1 Jahr Single bleiben. Ihr habt doch keinen Bock auf eine Freundin, die mich nur beleidigt, ey. Glaubst du noch an einen Weihnachtsmann? Wenn nein, seit wann nicht mehr? Ja gut, früher, klar, als Kind hat man immer an einen Weihnachtsmann geglaubt und ich glaube, seit mein Dad sich gezeigt hat, als er sich als Weihnachtsmann verkleidet hat damals, glaube ich nicht mehr daran. Das war ganz lustig. Wir haben da noch woanders gewohnt und meine Schwester und ich, wir schauen so runter. Also das war so, ach, ich kann euch das jetzt nicht erklären. Auf jeden Fall, wir schauen so runter. Und dann sehen wir einfach unseren Vater, wie er sich als Weihnachtsmann verkleidet. Und wir denken uns alle so, what the... Ja, seitdem ist der Glaube an den Weihnachtsmann gescheitert. Oder ich glaube, mein Vater ist der Weihnachtsmann für alle von euch. Also, falls ihr an Weihnachten Geschenke bekommt, das war mein Vater. Er ist der Weihnachtsmann. Deine Meinung zu Fernbeziehungen? Naja, ist nicht toll, weil man sich eben nicht oft sehen kann, aber ich denke schon, dass es klappen könnte. Aber jedem das Seine, Leute. Keine Ahnung. Also, ich glaube, ich würde keine Fernbeziehung eingehen, weil mir das viel zu stressig wäre, wenn ich meine Freundin nicht sehen kann. Wisst ihr, man will doch den Freund oder die Freundin sehen. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht negativ, was das angeht. Ich denke, Fernbeziehungen können schon klappen. Würdest du lieber weniger attraktiv, aber steinreich sein oder extrem attraktiv, aber arm sein? Diese Frage ist schwer, aber sie will testen, ob mir das Aussehen wichtig ist. Und da kann ich sagen, mir ist das Aussehen eigentlich nicht wichtig. Ich würde einfach sagen, weniger attraktiv, aber dafür steinreich. Halt, nee, warte, jetzt heißt das, dass mir es nur um Geld geht. Die will mich hops nehmen mit der Frage. Die will testen, ob ich jetzt eher aufs Aussehen oder aufs Geld achte oder was auch immer. Mir ist es eigentlich völlig egal, Mann. Ich sage einfach mal, weniger attraktiv, aber steinreich. Ist doch okay, oder? Möchtest du später mal Kinder haben? Also jetzt mit meiner Denkweise, ich bin 16 und jetzt denke ich eben noch so, dass ich später keine Kinder haben möchte. Kann aber auch sein, dass es später komplett anders sein wird und ich dann Kinder haben möchte. So, I don't know. Also das kann sich alles noch ändern. Kommt natürlich auch immer auf die Freundin
Freundin an, ob sie Kinder haben möchte. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass ich später keine Kinder haben möchte. Und ich denke, das war's jetzt auch erstmal mit dem FAQ. Ich habe jetzt wirklich extrem viele Fragen reingenommen. Ich habe sie auch alle eingeblendet, Leute. Ich hoffe einfach mal, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das doch gerne mit einer positiven Bewertung. Also einfach ein Like da lassen, würde mich sehr freuen und auch unterstützen. Und checkt doch gerne noch meinen Instagram-Account ab. Oben rechts ist der Name eingeblendet. Und teilt das Video gerne noch mit euren Freunden, damit sie das Video sehen. Es würde mich einfach freuen, wenn ihr mich ein bisschen supporten könntet, dem Video ein Like da lassen könntet und auch eventuell das Video mit euren Freunden teilen könntet. Wäre lit. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne noch ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Ja, und jetzt denke ich einfach mal, war es das mit dem Video. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.